WTF, das sagt nur what the fuck. Bist du jeden Freitag hier? Ja, bin ich. Ich auch. Trinkst du auch so viel? Nein, so viel trinke ich nicht. Ab und zu mal ein Bier, aber das ist es eigentlich dann auch. Ich wollte wissen, was ihr zu dem Alkoholverbot sagt. Halt's Maul! Da treffen sich zum Beispiel jeden Freitag ungefähr 400 Jugendliche. Wie sind nicht irgendwie so Emus und wie heißen die anderen? Was hatte ich gesagt? Emus? Also jedenfalls gehst du da hin und recherchierst, was die Jugendlichen jetzt sonst denn machen sollen. Aber da sind nicht irgendwelche Hip-Hopper oder? Gruftis und Emus hängen da ab. Die sind friedlich, ja, oder was? Ja, ja. Ja, und dann fragst du ein bisschen nach, haben wir hier bald Zustände wie New York, Zero Tolerance. Was sollen die abendlichen Jugendlichen denn machen? Hatten wir auch in der DDR mit dem Flaschensammeln. Zero? Ach, du meinst ja Zero Tolerance. New York. Oh, ich kann mit diesen Ostlern nicht mehr arbeiten, echt. Nee, echt nicht. Irgendwie, also, oh nee, also da fehlt mir echt die Toleranz. Hau ab, hau ab. Da habe ich langsam auch Zero Toleranz. Ja, und jetzt checke das bitte nach, sonst kriegt Mutti auch Zero Toleranz. Raus. Hallo, liebe User. Der Bezirksstadtrat von Mitte, Efraim Gothe, hat ein Problem mit Gothics. Das heißt Gothics, Manfred, mit TH. Gothics. Denn die Gothics treffen sich mit Punks und Emos jeden Freitagabend am Fernsehturm zum Saufen. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was Emos sind, dann sind Sie schon zu alt. Macht aber nichts. Es reicht, wenn Sie sich merken, dass Sie vor Emos im Gegensatz zu Arabs keine Angst haben müssen. Weil die Jugendlichen jeden Freitagabend nicht nur Alkohol trinken, sondern auch gegen unseren schönen Telespargel pinkeln und in den Rathausbrunnen kotzen, möchte Efraim Gothe ein Alkoholverbot über den Alexanderplatz verhängen. Anwohner beschweren sich zudem, dass die Jugendlichen in der bisher so wunderbar ruhigen Wohngegend für Lärmbelästigung sorgen. Ein Redeverbot am Alex für Nichtanwohner und englische Touristen wäre demzufolge laut Gothe auch angebracht und ist in Vorbereitung. Unser Reporter schlich am vergangenen Freitagabend auf leisen Sohlen zum Alex und schaute sich um. Seid ihr jeden Freitag hier? Eigentlich schon, ja. Gab es schon mal so richtige Alkoholleichen hier? Ist es wirklich so schlimm? Naja, wenn dann bei diesen kleinen Emos, die da sonst und immer bei den Punks. Wer sind die? Wer sind die Emos? Ja, es sind so kleine Kinder, 13 bis 15. Wo sind die? Ja, gerade nicht da am Bahnhof, habe ich gehört. Ihr seid was jetzt? Metaller, Gothics. So, ja, was trinke ich? Meiner Freizeit Absinth, Wein, Bier. Alkoholverbot? Ich meine, durchsetzen tut sowieso keiner. Ja. Wenn, dann sollen sie lieber mal gucken, dass die 12-, 13-Jährigen, dass sie die vielleicht mal in den Griff kriegen. Ja, mit den Schildern gegen das Alkoholverbot. Wir protestieren generell gegen alles, was auf diesem Planeten gemacht wird, weil der deutsche Staat scheiße ist. Und was bedeutet OMG? Oh mein Gott! Also, dass da so viel am Alex überhaupt erst stattfindet. Ja. Liegt daran, dass ja schon man an den ganzen Jugendeinrichtungen radikal geschlossen hat, innerhalb von mehreren Jahren. Und ich zum Beispiel gehöre zu den sogenannten schwarzen Engeln von Alex. Wir helfen Kindern, die Probleme haben. Ich hatte zum Beispiel schon ehrenamtlich Sozialarbeit geleistet. Die Leute, die sich wirklich saufen wollen, werden irgendeinen Weg finden, es trotzdem zu machen. Das ist egal, welcher Platz es ist. Du hast gesagt, du hast so ein bisschen so Sozialarbeiterfunktion. Aber du trinkst selber auch dann, oder wie? Ja, ich glaube aber so weit, dass ich nüchtern bin und mitbekomme, was ich mache. Manche trinken sich ja wirklich ins Koma hier. Ja. Und den Leuten trete ich auch kräftig in den Arsch und sage, hey, wenn ich das nochmal sehe, fliegst du vom Platz. Ich such die Emos. Und alle weg! Ach, sie sind weg, ja? Und er taut endlich ab! Und er taut!